Bei Sonnenschein und blauem Himmel bereitete sich die schwedische Hauptstadt Stockholm am Freitag auf die königliche Hochzeit am Wochenende vor. Prinzessin Madeleine, die jüngste Tochter von König Carl Gustav und Königin Silvia, will am Samstag ihren Freund, den amerikanischen Bankier Christopher O'Neill, heiraten. Bei vielen Besuchern vor dem Stockholmer Schloss war die Vorfreude auf das Ereignis groß. Wir hoffen, es wird alles schön geschmückt. Wir spazieren dann hier durch die Altstadt, sehen uns den Wachwechsel an und genießen Stockholm. Ich hoffe, ich kann die Prinzessin sehen. Die Hochzeit von ihrer Schwester habe ich nämlich damals verpasst. Es wäre schön, wenn ich hier etwas sehen könnte. Diesmal gibt es nicht so viel Wirbel. Ich weiß gar nicht so viel über die beiden. Victoria und Daniel waren damals viel öfter in den Schlagzeilen, aber über diese beiden liest man nicht so viel. Prinzessin Madeleine hatte zuletzt 2010 für Schlagzeilen gesorgt, nachdem ihre Verlobung mit ihrem damaligen Freund Jonas Bergström aufgelöst wurde. Er soll eine Affäre mit einer Norwegerin gehabt haben. Die Nummer 4 in der schwedischen Thronfolge und ihr zukünftiger Ehemann leben in New York. Dort will der 38-jährige O'Neill weiter in seinem Beruf als Bankier arbeiten und auch seine US-Staatsbürgerschaft behalten. Damit kann er nach schwedischem Gesetz nicht die Titel seiner Frau annehmen. Der mögliche Prinz von Schweden und Herzog von Gästrikland und Hälsingland wird also wohl Herr O'Neill bleiben.